Ja, sehr gerne. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich habe kurz meine Kamera eingeschaltet, damit Sie auch ein Gesicht zur Stimme haben. Ich werde jetzt aber gleich versuchen, meinen Bildschirm zu teilen und meine Präsentation zu starten. Und werde Sie in den nächsten, ja, 20 Minuten ein bisschen informieren über den Klimawandel in Österreich und über gewisse Aspekte. Ich habe mal ein paar herausgepickt, die wir sehen an Klimafolgen und mit Folgen, mit denen wir mitunter in Zukunft rechnen müssen. Eine kurze Frage: Ist mein Bildschirm bereits zu sehen? Ja, Ja, Klaus, Ja, ist zu sehen. okay. Danke. Vielen Dank. Danke für die Rückmeldung. Man muss das immer ein bisschen, hat man auch gelernt, immer ein bisschen rückfragen, ob alles funktioniert. Aber ja. Gut, ja, ich werde zum Einstieg vielleicht einmal kurz präsentieren, wie es eigentlich so im heurigen und in den vergangenen Jahren ausgesehen hat mit dem Klima. Wir haben hier an der Zentralanstalt ein sehr umfangreiches Klimamonitoring System, wo man sich tagesaktuell anschauen kann, wie warm es ist, ist es zu warm, ist es zu kühl, wie viel Niederschlag hatten wir und so weiter. Und hier eine kurze Ein kurzer Bericht über das aktuelle Jahr, Klimaaktuell 2020. Und Sie sehen hier eine Karte von Österreich mit einer Farbschattierung, die anzeigt, wie warm oder kalt die Temperaturen bis jetzt waren, von 1. Jänner bis jetzt. Und Sie sehen, die Schattierung ist rot. Das heißt, das Jahr ist bis jetzt zu warm, verglichen zum Klimamittel 1981 bis 2010, nämlich im Flächenmittel um ungefähr 1,5 Grad. Wenn wir uns das Ganze im Witterungsverlauf anschauen, das habe ich jetzt hier als Beispiel nur für Wien Hohe Warte gezeigt, dann sieht man sehr deutlich, dass wir sehr lange, sehr warme Phasen hatten, vor allem im Spätwinter, im Februar und im März. Der Mai war dann nicht ganz so warm. Wir hatten ein paar Regenereignisse und jetzt auch in letzter Zeit sehr viele Starkregenereignisse. Aber was sehr markant war für dieses Jahr, und wo wir auch eine kleine Pressesendung gemacht haben, war, dass das Frühjahr, vor allem das frühe Frühjahr, März und April, wieder sehr trocken waren. Ein Phänomen, das wir in den letzten Jahren sehr häufig beobachten konnten und das auch oft zu Problemen in der Landwirtschaft führte, weil gerade im Frühjahr, wann die Vegetation die Feuchtigkeit am dringendsten brauchte, sie eben nicht vorhanden war. Wir haben dann für das vergangene Jahr 2019 auch einen sogenannten Klimastatusbericht verfasst. Das CCCA hat das koordiniert, die ZAMG hat mitgewirkt und ich möchte jetzt ein paar Grafiken zum vergangenen Jahr, nämlich 2019, zeigen. Das vergangene Jahr war auch sehr warm. Sie sehen hier wieder den Witterungsverlauf für ganz Österreich. Das heißt, überall, wo diese Balken im roten Bereich sind, waren diese Tage wärmer als im klimatologischen Mittel, was dazu geführt hat, dass das Jahr insgesamt um über 2 Grad wärmer war als der Bezugszeitraum. Man kann diese Temperatur- und Niederschlagsabweichungen auch in so einer Punktwolke darstellen, wo man sieht auf der Y-Achse eben die Temperaturabweichung. Je weiter oben ein Jahr, sprich ein Punkt zu liegen kommt, desto wärmer. Und je weiter links, desto trockener und je weiter rechts, desto feuchter. Hier sieht man, dass 2019 sich unter den wärmsten Jahren einreiht. Der Punkt ist sehr hoch gelagert und beim Niederschlag eine leicht positive Bilanz aufweist. Nun, das sind jetzt sehr, sehr stark aggregierte Dinge, die man hier sieht. Man hat das auch natürlich für die Fläche. Das heißt, man kann die räumliche Verteilung der Temperatur, Niederschlags und auch der Sonnenscheindaueranomalien zeigen. Wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man, dass diese Erwärmung oder dieses positive Temperatursignal vor allem im Nordosten stärker ausgeprägt war. Im Mittel über ganz Österreich hatten wir eben ein Plus von 2,3 Grad Celsius im letzten Jahr. Klaus, entschuldige, darf ich dich nochmal bitten, dass du die Präsentation neu startest? Ja, okay. Danke. Aber hören tut man mich, oder? Ja, es hat Okay. mir irgendwer anderer den Bildschirm geteilt und deine Präsentation war Ah, weg. okay. Ja. Danke. Ist jetzt wieder sichtbar. Ja, danke. Okay, Ja, danke. super, kein Problem. Ja, wie gesagt,
3,3 Grad im Mittel zu warm, das Jahr 2019. Bei der Niederschlagsverteilung hat man schon mehr räumliche Differenzen. Wir haben in Summe etwa 5% mehr über die gesamte Fläche Österreichs. Hingegen einige Flächen haben weniger Niederschlag bekommen, als im klimatologischen Mittel zu erwarten wäre. Und das waren vor allem Regionen, die schon in den letzten Jahren auch mit Niederschlagsdefizit zu kämpfen hatten. Regionen in Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und auch der Steiermark. Eine weitere Charakteristik des vergangenen Jahres war ein sehr sonnenscheinreiches Jahr. Wir haben ein Plus von 11% Sonnenstunden zu verzeichnen. Und das war vor allem auf den sehr sonnigen, sehr trockenen und auch sehr heißen Sommer zurückzuführen. Also dahingehend auch wieder die größten Abweichungen hier im Norden und Nordosten des Landes. Wenn man diese Abweichungen vielleicht in einem längerfristigen Kontext einordnet, und hier sind wir in Österreich in der sehr glücklichen Lage, sehr, sehr lange Klimaaufzeichnungen zu haben, gehören zu den längsten der Welt. In Kremsmünster hat man schon sehr früh begonnen, Wetteraufzeichnungen zu führen, dann sieht man, dass das Jahr, das vergangene 2019, das drittwärmste Jahr der Messgeschichte war. Und man sieht auch sehr schön, dass wir einen sehr starken Anstieg der Temperaturen verzeichnen, vor allem in den letzten Jahrzehnten. Wie gesagt, das Jahr 2019 war das drittwärmste Jahr der Messgeschichte und wir hatten auch als Draufgabe noch den wärmsten Juni seit Beginn der Messungen. Der war um 5,5 Grad zu warm im Vergleich zum Mittel von 1961 bis 1990. Und das war eine sehr, sehr markante Temperaturanomalie im vorigen Jahr. Wie gesagt, bezogen auf den Niederschlag ein leichtes Plus, wobei man auch sagen muss, dass der Sommer einer der trockensten Sommer der Messgeschichte war. Wenn man die ganze Fläche Österreichs betrachtet, dass der sehr feuchte Mai im Vorjahr hat Gröberes verhindert an massivsten Dürreschäden. Aber nichtsdestotrotz war der Sommer sehr trocken, warm und sonnenscheinreich. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die Auswirkungen dieser allgemeinen Temperaturveränderungen eingehen und die Veränderung von sogenannten Klimaindikatoren hier zeigen, am Beispiel von Wien Hohe Warte. Es ist für uns Menschen sehr schwierig bis eigentlich unmöglich, die Änderung einer mittleren Lufttemperatur, die sich über Jahre und Jahrzehnte vollzieht, zu spüren und auch wahrzunehmen. Anhand von Klimaindikatoren wird das Ganze greifbarer. Solche Klimaindikatoren, ich habe hier zum Beispiel eine Abbildung, zählen beispielsweise Tage mit bestimmten Temperaturunter- oder Überschreitungen aus. Man kann zum Beispiel zählen, wie oft im Jahr kommt es vor, dass es Frost gibt, das heißt, dass die Tiefstemperatur unter 0 Grad Celsius fällt. Und hier sieht man am Beispiel Wien Hohe Warte, dass wir hier in den letzten Jahren und auch im längerfristigen Kontext über das vorige Jahrhundert einen abnehmenden Trend haben. Das heißt, die Frosttage nehmen natürlich im Zuge der generellen Erwärmung ab. Und als Gegenbeispiel dazu kann man das natürlich auch auf der warmen Seite sich anschauen, wie sich heiße Tage, also jene Tage mit einer Höchsttemperatur über 30 Grad Celsius in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Und hier sieht man ganz deutlich, dass der Anstieg doch stärker war als die Abnahme der Frosttage zum Beispiel. Um diese Grafik noch ein wenig in Zahlen zu betten, hatten wir in den 20 Jahren von 1980 bis 1999 im Mittel ca. 12 Tage mit über 30 Grad pro Jahr und in den letzten 20 Jahren mit 2019 dabei waren es ca. 23 Tage. Is now joining. Also ungefähr eine Verdoppelung der Hitzetage. Das heißt, warme Extreme zeigen eine stärkere Veränderung als kalte Extreme und das ist auch das, was wir sehr deutlich spüren, während Hitzewellen im Sommer. Hier leidet die ganze Bevölkerung und nicht nur einzelne Sektoren, die durch einen bestimmten Klimaimpact betroffen werden. Eine weitere Änderung, die sich einstellen, sind Änderungen der Klima- und Vegetationszonen. Es gibt eine Klimaklassifikation, die ist sehr berühmt, nach den Herren Köppen und Geiger benannt. Und die haben aufgrund des Klimas Zonierungen vorgenommen. Hier sehen Sie eine Karte der europäischen Klimazonen nach Köppen-Geiger und ich möchte nur ein paar, nämlich vier
speziell hervorgreifen, weil sie für unsere Gegend relevant sind. Nämlich zum einen das sogenannte Buchenwaldklima, sprichwörtlich dort, wo eher Buchen- und Laubwälder vorherrschend sind. Dann zum anderen das Nadelwaldklima, das nördliche Mittelmeerklima südlich des Alpenraums anschließend und dann noch das Steppenklima in Spanien. Ich möchte diese vier Hauptgruppen herausgreifen. Und Kollegen von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien haben für den Alpenraum sehr detailliert diese Klimazonen berechnet. Und ich möchte hier drei Karten veranschaulichen, nämlich hier diese Klimazonen, wie sie um das Jahr 1910 ausgesehen haben. Und wenn man hier ein bisschen genauer schaut und auf Österreich blickt, dann sieht man, dass vor allem dieses boreale Nadelwaldklima sehr dominant war und es nur sehr kleine Bereiche gab mit dem klassischen Buchenwaldklima. Wenn man weitergeht um die Jahre um 1960, sieht man, dass sich dieses Buchenwaldklima doch schon ausgebreitet hat, aber noch immer weite Teile, vor allem das gesamte Wald- und Mühlviertel im borealen Nadelwaldklima aufscheinen. Und wenn man jetzt um die rezenten Jahre herumschaut, dann sieht man, dass das Nadelwaldklima doch deutlich zurückgedrängt wurde in die alpinen Bereiche. Auch das Waldviertel ist mittlerweile im Buchenwaldklima. Und man kann das auch als Hinweis sehen, dass gerade diese großen Fichtenbestände, die jetzt massiv durch den Borkenkäfer betroffen wurden, vielleicht jetzt zeigt doch deutlich, dass der Standort nicht optimal gewählt wurde und man da hingehend sich etwas für die Zukunft überlegen sollte und was auch natürlich auch schon getan wird. Aber ich denke, es ist eine ganz gute Veranschaulichung der Veränderungen, die passieren. Die Frage ist natürlich jetzt nun, was erwartet uns in Zukunft? Wie wird sich das Klima entwickeln und wie kann man überhaupt etwas über ein zukünftiges Klima abschätzen oder aussagen? Ich möchte jetzt nur ganz kurz anreißen, wie das überhaupt funktioniert, weil ich auch gar nicht weiß, wie Ihr Wissen ist, wie es zu Klimaszenarien kommt. Bevor ich ein Klimaszenario erstellen kann, muss ich mir mal klar werden, wie werden sich die Emissionen entwickeln, unsere Treibhausgasemissionen. Das heißt, ich brauche zuerst einmal Emissionsszenarien. Und diese hängen sehr stark davon ab, wie sich die sozioökonomische Entwicklung der ganzen Weltbevölkerung gestalten wird. Das heißt, werden wir mehr Globalisierung haben, werden wir einen Rückschritt zur Regionalisierung sehen, wie schaut es aus mit dem Bevölkerungswachstum, werden wir mehr Anpassung machen oder mehr Mitigation, sprich mehr Treibhausgase vermeiden. Das alles sind Fragen, die in unterschiedlichen Ausprägungen dann in Szenarien abgebildet werden können. Und es gibt eben unterschiedliche Szenariengruppen, die unterschiedliche Entwicklungspfade aufzeigen. Und in dieser Grafik sehen Sie die historischen Emissionen in dieser schwarzen Linie, inklusive dem 2016er Abschätzung, und dann diese Szenarien, wie sie unter unterschiedlichen Entwicklungspfaden ablaufen. Das heißt, wir haben hier ganz oben ein rotes Szenario. Das ist das sogenannte RCP 8.5. Ich gehe nicht genau darauf ein, was das heißt, aber es ist so ziemlich der Worst Case. Also so, das heißt, wir verbrennen sämtliche Kohle und fossilen Brennstoffe, die es gibt, in möglichst kurzer Zeit und verursachen dann einen massiven Anstieg der Emissionen. Demgegenüber stehen Szenarien, die mehr Klimaschutz bedeuten. Hier eigentlich eher moderaten Klimaschutz, RCP 4.5. Und dann dieses RCP 2.6 mit netto negativen Emissionen wäre dann quasi das Pariser Abkommen, zu dem sich viele Staaten verpflichtet haben. Wenn wir jetzt den Status quo, wie wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gefahren haben, also quasi das Business as usual und die Emissionen so fortschreiben, dann sind wir ungefähr in dem Bereich, der durch diese schwarze strichlierte Linie gekennzeichnet ist. Das heißt, wir sind jetzt auf einem Pfad, der nicht komplett dem Worst Case entspricht, aber doch dem relativ nahe kommt. Das heißt, Einlenken ist durchaus nötig. Wie komme ich jetzt von Emissionsszenarien zu Klimaszenarien? Nun, ich muss sogenannte Klimamodelle heranziehen. Das heißt, ein Klimamodell ist nichts anderes als ein riesengroßes mathematisches Programm, das sämtliche Vorgänge, die in der Atmosphäre passieren, simuliert. Das heißt, es werden alle Prozesse, die mit Wolkenbedeckung, Wind, Regen, Austausch von Atmosphäre und Landoberfläche passieren, simuliert, sind gekoppelt auch mit dem Ozean, mit Eisschildmodellen und so weiter, rechnen auf einer
auf einer dreidimensionalen Matrix die gesamte Atmosphäre und mit meinen Emissionsszenarien füttere ich dann diese Klimamodelle und gebe den Modellen die Emissionen vor und mit diesen Entwicklungspfaden wird dann das Klima berechnet. Das heißt, wie Sie selber sehen, diese Gitterweite, derzeit sind wir bei ungefähr 100 Kilometer räumlicher Auflösung einzelner Gitterzellen in diesen globalen Klimasimulationen. Das ist natürlich für eine Abschätzung des Klimas in einer Klarregion oder in einer Gemeinde Österreichs viel zu grob. Das heißt, man muss diese globalen Simulationen herunterbrechen auf möglichst kleine räumliche Auflösungen und das bezeichnet man unter Downscaling von Klimaszenarien und hier hat die ZAMG gemeinsam mit verschiedensten Partnern in Österreich in den letzten Jahren sehr viel unternommen. Man spricht von sogenannten Downscaling-Kaskaden, man versucht zuerst einmal Schritt für Schritt auf eine räumliche Auflösung zu kommen, wo man in der Nähe ist der Prozesse, die man eigentlich abbilden will. Es hat dann mit 2016 wurde das Projekt abgeschlossen, dass die österreichischen Klimaszenarien 2015, kurz ÖKS 15, als Anwendungsbeispiel gegeben, wo man eben man hat Klimaszenarien herunterskaliert auf einen 1 Kilometer Rasterweite. Das waren die offiziellen europäischen regionalen Klimasimulationen, die ungefähr auf 11 Kilometer Maschenweite waren und wir haben dann noch auf 1 Kilometer heruntergerechnet, um eben Klimaänderungssignale für Regionen oder Gemeinden detektierbar zu machen. Und das bildet eben auch Basisinformation für die Klimawandelanpassung. Gerade für ein Gebiet wie Österreich, wo wir sehr komplexe Topografie haben, wir haben Berge, wir haben Flachländer, wir haben alles Mögliche, ist es wichtig, dass man eben auf Basis von sehr hochauflösenden und qualitativ hochwertigen Beobachtungsdaten diese Klimasimulationen dann eben runterskaliert und nutzbar macht. Im Zuge des ÖKS-15-Projektes sind auch dann sogenannte Effektsheets erstellt worden, kurze Folder, wo die wichtigsten Informationen über die Klimazukunft für einzelne Bundesländer zusammengefasst wurden. Ich habe hier ein Beispiel für Niederösterreich herausgegriffen und in diesem Factsheet sind zum Beispiel folgende Grafiken, wo man zum einen den Verlauf der Temperatur in der Vergangenheit sieht, also in der Beobachtungsperiode und dann unter Annahme unterschiedlicher Emissionsszenarien hier in Rot wieder das Worst-Case-Szenario und in Blau mit moderatem Klimaschutzszenario, wo wir uns dann im Verlauf des 21. Jahrhunderts hinbegeben. Sehr wesentlich bei dieser Abbildung ist, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts nur relativ wenig sehen werden in Bezug auf die Unterschiede in den Szenarien. Es ist dennoch jetzt wichtig, wohin wir steuern, weil spätestens am Ende des Jahrhunderts macht dann diese sogenannte Szenarienschere dann deutlich weiter auf. Das heißt, wir haben hier, wenn wir das Worst-Case-Szenario sehen, dann sind wir ungefähr bei plus 4 Grad Celsius Temperaturerwärmung. Im Gegensatz zum Ende des vorigen Jahrhunderts oder eben nur etwas mehr als 2 Grad Celsius Temperaturerwärmung. Dasselbe kann man sich auch für den Niederschlag anschauen und hier geteilt zwischen Winter und Sommer. Man sieht nämlich in den Klimasimulationen deutliche Unterschiede in den Jahreszeiten. Im Winter simulieren die Modelle nämlich eine Niederschlagszunahme. Und im Sommer eine leichte Abnahme, wobei die Bandbreite dieser Modellergebnisse noch sehr groß ist und wir haben noch immer mit Unsicherheiten in den Simulationen zu kämpfen, weil vor allem im Sommer die Niederschlagsgenese äußerst komplex ist. Wir haben Fronten, die uns den Niederschlag bringen, wir haben aber auch kleinräumige lokale Gewitter, die uns Niederschlag bringen. Das ist gekoppelt mit der Bodenfeuchte, mit der Landbedeckung und vielen anderen Dingen. Das heißt, da sind wir uns noch ein bisschen unsicher, aber es tendiert eher in eine trockenere Richtung. Wenn man jetzt, ich habe es gerade auch erwähnt, Dürreereignisse anschaut und wir hatten in den letzten Jahren noch einige davon. Dürre ist auch mein persönlich thematisches Steckenpferd, da habe ich jetzt noch ein bisschen was über zukünftige Dürreereignisse oder Klimaszenarien und Dürreereignisse zusammengestellt. Und bei der Dürre ist ja so, dass die Dürre ja nicht nur rein durch ein Niederschlagsdefizit hervorgerufen wird, sondern die Dürre manifestiert sich ja im Boden, indem ich zu wenig Feuchtigkeit im Boden habe und dann in den Flüssen durch zu wenig Niederschlag, aber auch zu
zu hoher Verdunstung. Jetzt kann man den Bodenwasserhaushalt einfach durch eine klimatische Wasserbilanz darstellen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen technisch, aber nur zur Erklärung. Im Prinzip habe ich zwei Flussgrößen. Ich habe den Niederschlag, der bringt mir die Feuchtigkeit, und ich habe die Verdunstung, die entzieht mir Feuchtigkeit von meinem Boden. Und wenn ich diese Bilanz bilde, dann kann ich eben trockenere Bedingungen detektieren, eben dass mehr verdunstet und nur wenig Niederschlag kommt, oder eben feuchte Bedingungen sehen. Wenn mehr Niederschlag fällt, es trüber ist, mehr Wolkenbedeckung, dann verdunstet auch weniger. Das heißt, ich habe eher feuchte Bedingungen. Ich kann diese klimatische Wasserbilanz eben heranziehen, um Trockenereignisse zu detektieren, indem diese schau, wo die klimatische Wasserbilanz sehr negativ war in einem Sommer. Und ich habe das für Österreich in dem speziellen Fall für das Weinviertel mal gemacht, auf Basis dieser ÖKS-15-Szenarien, und habe mir angeschaut, wie die Jährlichkeit sich verändert in Zukunft. Das heißt, ich habe mir ein Ereignis hergenommen, das im Mittel nur alle 10 Jahre stattfindet, in der vergangenen Periode, 71 bis 2010, und habe dann geschaut, wie sich ein Ereignis dieser Magnitude, wie sich die Häufigkeit ändert. Und hier sieht man ganz deutlich, dass in unterschiedlichen Szenarien Familien unterschiedliche Wiederkehrsintervalle, also Jährlichkeiten, dann rauskommen. Das heißt, beim Pariser Klimaschutzabkommen, das heißt, wir betreiben aktiv und sehr viel Klimaschutz und begrenzen die Erwärmung deutlich, habe ich eine Veränderung von 10 auf 7 Jahre. Im Worst-Case-Szenario, das natürlich relativ unwahrscheinlich ist, dass es eintritt, aber doch habe ich dann ein Wiederkehrintervall von 2 bis 3 Jahren. Also doch eine deutliche Verringerung dieses Wiederkehrsintervalls. Das heißt, man muss deutlich häufiger mit extremen Dürresituationen rechnen. Und man sieht auch schon, dass wir quasi schon einiges an Entwicklung auch hinter uns haben und dass sich diese Wiederkehrswahrscheinlichkeit auch schon entsprechend verringert hat. Zum Thema Niederwasser, wir haben auch sehr viel Studien mit der TU Wien gemacht, mit Hydrologen, wo wir uns auch Niederwasserkennwerte angeschaut haben und auch Klimasimulationen hergenommen haben. Und die Hydrologen der TU Wien haben dann ihre hydrologischen Modelle damit angetrieben und geschaut, wie sich der Abfluss an vielen Pegeln in Österreich dann verändert. Und im speziellen Fall hier ist gezeigt, der Änderung des Niederwasserabflusses. Das heißt, das mittlere Niederwasser, wie wir es jetzt in den letzten Jahrzehnten hatten, wie wird sich das in einer zukünftigen Periode bis 2050 verändern? Und hier sieht man, dass vor allem im Flachland eine Tendenz dazu da ist, dass die Niederwässer geringer werden. Das heißt, dass die Wassermenge bei Niederwasser noch weniger wird. Im Gebirge hingegen ist der gegenteilige Effekt der Fall. Das hat damit zu tun, dass im Gebirge die Niederwassersaison im Winter stattfindet. Das heißt, dort, wenn alles mit Schnee bedeckt ist, vieles ist gefroren, die Flüsse geben da wenig Wasser. Mit dem Klimawandel und mit Veränderungen im Regen-zu-Schnee-Verhältnis, es wird mehr Niederschlag als Regen fallen, es wird auch im Winter zwischendurch mal wieder mehr abschmelzen, hat man eben den Fall, dass im Gebirge die Niederwässer eher zunehmen werden, aufgrund auch klimatischer oder Klimaänderungseffekte. Ein weiteres sehr markantes Beispiel, und ich habe es auch vorher schon gebracht, ist die zukünftige Hitzebelastung. Ein Thema, das uns alle betrifft. Und bei uns an der Zentralanstalt wurde sehr intensiv am Beispiel von Wien geforscht. Mir ist jetzt klar, dass für die Klarregionen oder für Gemeinden in Österreich Hitzebelastung in Wien jetzt nicht das Thema ist. Ich möchte jetzt aber trotzdem ein bisschen auch vielleicht für kleinere Orte und Städte hier einige Dinge aufzeigen. In Wien hat man sich angeschaut, wie sich die Anzahl der Sommertage verändern wird in Zukunft. Die Anzahl der Sommertage ist ein ähnlicher Indikator wie die Anzahl der Hitzetage, nur dass da der Schwellenwert geringer ist. Das heißt, wir sprechen von einem Sommertag, wenn das Tagesmaximum über 25 Grad Celsius zu liegen kommt. Und hier in der Karte sehen Sie die ungefähre Verteilung dieser Anzahl der Tage. Das heißt, je gelber, desto mehr Sommertage gibt es. Man sieht, dass in der inneren Stadt hier deutlich mehr Sommertage anzutreffen sind als im Wienerwald. Das würde man auch erwarten. Und es wurden dann eben zwei Szenarien, eben ein moderates Klimaschutzszenario und das Worst-Case-Szenario durchgerechnet.
Und in der Vergangenheit hat man eben ungefähr 45 Sommertage zu verzeichnen und bei moderatem Klimaschutz bis Ende des Jahrhunderts dann doch 70 Tage und im Worst Case dann eine Verdoppelung der Hitzetage und auch der Hitzebelastung. Man hat dann mit sogenannten Stadtklimamodellen dann versucht zu schauen, wie man diese Hitzebelastung vermeiden kann. Und man hat sich angeschaut, wie man durch Dach- und Fassadenbegrünung, aber auch Entsiegelung durch das Anlegen von Parks und Wasserflächen diese Überhitzung dann hintanhalten kann. Und hier nur als kurzes Beispiel, diese roten Flächen, die Sie hier sehen, hier wurden Maßnahmen gesetzt im Modell als Annahme. Das heißt, man hat die Bebauungsdichte um 10% verringert, die versiegelten Flächen um 20% und die Vegetationsfläche um 20% erhöht. Eigentlich sehr kleine Maßnahmen, die aber zur Folge hatten, dass sich die Anzahl der Sommertage deutlich reduziert hat, nämlich in manchen Bereichen um fast 10 Tage weniger. Und ich denke, das sind auch Maßnahmen, die für kleinere Städte oder Ortschaften durchaus Potenzial haben, um Hitzebelastung in Ortskernen zu minimieren, eben durch die genannten Maßnahmen, versiegelte Flächen lösen, auflösen, Vegetationsflächen erhöhen. Zum Thema Klimazonen gibt es dann auch noch eine Auswertung. Ich habe es Ihnen vorher gezeigt, wie sich die Klimazonen verändern, wie sich das Buchenwaldklima ausbreitet und natürlich kann man das auch auf Klimaszenarien anwenden. Ich habe jetzt hier keine Karten, sondern ich habe als Beispiel für das Gebiet um Niederösterreich habe ich hier eine Grafik, die den Flächenanteil jeder Klimazone zeigt. Das heißt, die Y-Achse summiert sich auf 100% auf. Und ganz am Anfang haben wir zur Hälfte Nadelwaldklima und zur Hälfte Buchenwaldklima ungefähr. Dann haben wir eine Phase, wo es noch mehr Nadelwaldklima gab, der Schwelle zum 20. Jahrhundert, also ein Auf und Ab. Und zum Schluss nun in den letzten Jahren, die wir sehen, nur mehr sehr geringe Flächenanteile von Nadelwaldklima und am meisten Buchenwaldklima und auch ganz kleine Bereiche mit Steppenklima, ganz im Osten, im Machfeld. Und wenn man das anwendet auf die Klimazukunft, dann sieht man im moderaten Klimaschutzszenario, hier wird es noch ein bisschen zurückgehen, das Nadelwaldklima, das Steppenklima wird noch ein bisschen mehr werden, aber die Änderungen sind nicht so dramatisch. Wenn man sich das Worst-Case-Szenario anschaut, dann sieht man doch deutlichere Veränderungen. Und das ist auch der Grund, warum ich eben Ihnen vorher dieses nördliche Mittelmeerklima in der Karte eingezeichnet habe, weil in diesem Worst-Case-Szenario würden wir dann ab der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts dann Bereiche in Niederösterreich haben, die ähnlich vom Klima sind wie die Poebene. Wie gesagt, das ist das Worst-Case-Szenario. Wir bewegen uns im Moment nicht auf dieser Trajektorie, jedoch in einem gewissen Naheverhältnis und es ist doch wichtig, hier tätig zu werden. Ich möchte ganz zum Schluss nochmal auf die Unsicherheiten hinweisen und ein bisschen das in Relation setzen, was wir mit Sicherheit sagen können und wo unsere Aussagen eher mit Vorsicht zu genießen sind. Und ein Kollege von mir, Wolfgang Schön, hat diesen sogenannten Unsicherheitswürfel entworfen, der das aber sehr gut auf den Punkt bringt, wo man nämlich sagt, wir können in dieser linken unteren Ecke, wo das Prozessverständnis gut ist, wo die Raumskala und die Zeitskala groß sind und der Klimakomplex thermisch ist, sprich die globale Mitteltemperatur, haben wir eine sehr gute Idee, was passieren kann in den unterschiedlichen Szenarien. Das ist auch für ein Gebiet wie Österreich relativ gut zu erfassen. Es wird immer unsicherer, wenn man Richtung Niederschlag geht und vor allem diese sehr kleinräumigen Niederschlagsereignisse wie die sommerlichen Wärmegewitter sind sehr schwierig zu erfassen. Da sind sehr viele verschiedene Prozesse mit beteiligt, die das steuern. Darum sind wir da etwas vorsichtiger. Nichtsdestotrotz haben wir schon gesehen, dass alleine durch die Temperaturänderungen sich massive Änderungen in vielfältiger Weise manifestieren. Und ja, ganz zum Schluss möchte ich mit dieser Grafik schließen, um nicht zu sehr auf die Unsicherheiten herumzureiten. Ich denke, es ist in unser aller Interesse, wenn wir in Sachen Klimaschutz vorankommen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.